Als Gemeinde, als Kommune kann man viele Faktoren, die für das Ortskernsterben verantwortlich sind, nicht steuern. Ich denke aber, beeinflussen können wir schon vieles. Wiener Neudorf hat genau drei Probleme. Das erste Problem ist der Verkehr, das zweite Problem ist der Verkehr, das dritte Problem ist der Verkehr. Aber nicht nur Verkehrsproblem, sondern wir müssen den öffentlichen Raum attraktiv gestalten. Deswegen haben wir versucht, möglichst viele Bäume im Straßenraum zu setzen, Grünflächen zu schaffen, um den Übergang für eine aktive Mobilität herzustellen. Energiearmut ist eine Form von Armut, die unsichtbar ist. Diese Menschen sieht man nicht, das schreit keiner irgendwo raus auf der Straße. Die leiden im Stillen, die sind frustriert und die gilt es einfach tatsächlich aufzusuchen und zu informieren. Emil, Regina Zahler? Ja, das ginge auch. Da wäre ich, wenn ich jetzt losfahre, bin ich in 10 Minuten bei Ihnen dann. Das Thema Mobilität ist in den ländlichen Gemeinden wahrscheinlich überall das Gleiche. Es gibt Senioren, die nicht mehr mobil sind. Es gibt die Elterntaxis. Ja, und der öffentliche Verkehr ist halt zum Teil ausbaufähig, sage ich mal. Hier ist eigentlich überall Schutt unter uns. Hat mich dazu gebracht, dass wir aus Schuttzonen Schutzzonen machen. Und langsam eine Renaturierung transformieren. Ich persönlich bin überzeugt, dass dieser menschengemachte Klimawandel unsere wirklich höchste und einzige Problematik ist, die wir haben. In den Städten bekommen wir das große Wasser-Hitze-Problem, keine Wasserspeicherung, zu viel Hitze, also das hängt ja alles zusammen. Frischluftschneisen, Entwässerungssachen, Schwammstadt, das sind alles Themen, die da sind, das ist evident und es wäre jetzt verantwortungslos, städtische Räume ohne Grünräume zu denken. Ich finde, eine Energiewende ist nur dann gelungen, wenn wirklich alle mitgenommen werden. Klima- und Mobilitätswende, denke ich, sind an sich schon ein sehr emotionales Thema. Ich wünsche mir von der Politik tatsächlich, dass dieses Thema nicht populistisch angeheizt wird, sondern wirklich sehr sachlich diskutiert wird. Nur so haben wir eine Chance, dass wir da weiterkommen und so werden wir aber auch weiterkommen.